Hallo und herzlich willkommen. Wer die Psychologie der Massen von Gustave Le Bon gelesen hat, wird in diesen Tagen ein Déjà-vu haben. Bundeskanzler Scholz rief zu Demonstrationen auf mit dem angeblichen Ziel, unsere Demokratie zu schützen. In Wirklichkeit aber will man die Opposition schwächen. In dem vom Staat finanzierten und von den Medien propagierten sogenannten Kampf gegen Rechts scheinen jetzt die letzten Register gezogen zu werden und auch die letzten Masken zu fallen. Ich beleuchte diese Umstände heute genauer mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Stefan Brandner. Hallo Herr Brandner, schöne Grüße nach Thüringen. Ja, ich grüße Sie herzlich aus Ihrer, Frau Seidler. Fing alles mit der Korrektivrecherche um das sogenannte Geheimtreffen und einen sogenannten Geheimplan an, der aber eigentlich gar kein Geheimplan ist. Stichwort Remigration. Klären Sie unsere Zuschauer doch bitte mal auf. Was verstehen Sie und was versteht auch die AfD-Bundestagsfraktion unter dem Begriff Remigration und was eben nicht? Naja, vielleicht, wenn wir mit Korrektivrecherche einsteigen, das ist ja schon eine wunderschöne blumige Umschreibung für das, was da wirklich stattgefunden hat, nämlich ein Frontalangriff des deutschen Inlandsgeheimdienstes. Ich gehe davon massiv aus, dass der Verfassungsschutz da seine Strippen gezogen hat, gepaart mit linksextremistischen Berichterstattern, die unter anderem finanziert werden aus dem Bundeshaushalt und da aus dem Bundeskanzleramt. Also Korrektiv ist mitnichten irgendetwas Journalistisches. Korrektiv ist eine linksextremistische Vereinigung, die auf privater Ebene Geheimdienst spielt und wahrscheinlich vom deutschen Inlandsgeheimdienst dazu benutzt wird, die AfD zu bekämpfen und die AfD fertig zu machen. Das ist also mal die Tatsachengrundlage, auf der wir reden. Und da hat dann Korrektiv ein privates Treffen in der Nähe von Potsdam oder in Potsdam bespitzelt mit Richtmikrofonen, mit hochempfindlichen Kameras. Da wurden, glaube ich, auch Kameras auf einem See installiert. Da wurde reingezoomt in geschlossene Zimmer, wahrscheinlich auch strafrechtlich relevant. Und dann hat Korrektiv daraus eine Art Theaterstück gemacht, was ja am vorvergangenen Mittwoch in Berlin aufgeführt wurde. Also eine Theaterinszenierung sondergleichen mit dem Ziel, die AfD nicht nur zu bekämpfen oder sich mit der AfD auseinanderzusetzen, sondern die AfD zu vernichten. Das ist das Ziel von Korrektiv, das ist das Ziel der Altpartei. Das muss man wissen. Und um diesen Feldzug gegen die AfD zu betreiben, dieses Vernichten der AfD voranzutreiben, wurden hanebüchene Erfindungen lanciert, die bei diesem Treffen eine Rolle gespielt haben. Und unter anderem kam dann, und jetzt komme ich doch schon dann zu der Antwort, unter anderem spielte da die Remigration.